Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es eine Top-5-Liste, eine Top-5-Liste, aber keine Angst, es ist nicht so eine Liste, die größten Fails oder so, sondern hier geht es diesmal um die Top-5, für mich sehr subjektiv, die Top-5 CSGO, Counter-Strike Global Offensive YouTuber, von denen ihr extrem viel lernen könnt. Warum ist das für mich wichtig gewesen? Ich habe als letztes Counter-Strike Source gespielt. Das ist ja schon ein bisschen her. Hab dann ein bisschen in der Beta gespielt von Global Offensive. Und als ich dann im Januar bei der DreamHack in Leipzig war, durfte ich einige extrem spannende Matches sehen. Und ich habe auch noch viele Freunde, die Counter-Strike Global Offensive spielen. Also habe ich mir gesagt, hey, ich spiele wieder Global Offensive, ich spiele wieder Counter-Strike. Jedes Counter-Strike ist ein bisschen anders. Und wie wir alle wissen, ist Counter-Strike nicht so einfach. Viel Zeit muss man schon reinsetzen, aber der Skill-Level, den muss man erst langsam aufbauen. Das bedeutet Aiming, welche Positionierung, von wo nach wo kann ich welche Granaten werfen, Smokes werfen, Flashes werfen, etc. All diese Sachen sorgen dafür, dass ihr bessere Counter-Strike-Spieler werdet. Da geht es gar nicht unbedingt darum, dass ihr die besten Aimer der Welt seid. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Ich bin auch nicht der beste Spieler. Aber diese ganzen Tutorial-Videos helfen einfach dabei, dass ihr bestimmte Sachen einfach durchziehen könnt. Ihr wisst, wo sind die Standards, wo muss ich sein, wann kann ich was tun, um von A nach B zu kommen, ohne dabei erwischt zu werden. Und in einem Spiel, wo es 5 gegen 5 sehr, sehr competitive zugeht, ist das extrem wichtig. Ich habe diese 5 YouTuber sehr, sehr oft angeschaut. Besonders die Tipps und Tricks, die Strategien, die Analysen und habe dann dazu natürlich auch Demos von denen geschaut, um zu sehen, sind die wirklich so gut, wie es aussieht. Ich habe aus eher spaßigen Gründen, weil ich die auch ganz gerne schaue, am Ende noch kurz ein paar eher komödiantische Counter-Strike Global Offensive YouTuber und Streamer mit aufgenommen. Aber das Wichtigste sind, dass die 5, die ich euch jetzt vorstelle, wirklich, wirklich hilfreich sind, wenn ihr besser Counter-Strike Global Offensive spielen wollt. Wichtig ist aber auch noch zu sagen, obwohl zwei dieser YouTuber eigentlich Deutsche sind, haben sie viel umfangreichere englische Channels. Ich linke unten in die Description natürlich auch noch die deutschen Kanäle von denen, aber ich muss es von vornherein gleich mal sagen, diese YouTuber und die Channels, die ich jetzt als erstes vorstelle, sind alle auf Englisch. Ihr solltet schon ganz gut Englisch können, damit ihr versteht, wovon sie sprechen. Ich mache mir da keine Sorgen, nicht bei euch, denn wir machen hier öfter mal auch englischsprachige Sachen. Und ja, gucken wir einfach mal rein und schaut euch die Videos einfach an. Guckt euch die Channels an, die ich verlinke. Und dann am Ende könnt ihr entscheiden, ob euch das was hilft oder nicht. Ich gebe euch Brief und Siegel darauf, dass euch das hilft, wenn ihr diesen YouTubern zuschaut, Strategien lernt und ihre ganzen Tutorials bzw. Abläufe zum Training einfach mal durchzieht. Einfach mal guckt, hey, wie ist denn das mit so einer Aim-Map? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Also, springen wir mal rein, schaut es euch an, guckt die Channels an und nicht nur auf einen Blick, sondern wirklich guckt sie euch an. Das werdet ihr auf jeden Fall nicht bereuen, wenn ihr besser in Counter-Strike Global Offensive werden wollt. Also, fangen wir mal an, springen wir mal rein. Ach ja, The Warhol. Eigentlich könnte ich mit ihm anfangen und auch gleich aufhören, denn für mich ist er der absolut perfekte Counter-Strike Global Offensive YouTuber. Er hat alles am Start, charmant verpackt, von Tipps und Tricks, von kleinen Spots, von großen Spots, von Analysen, wo Leute Demos einschicken und er analysiert sie und zeigt die Fehler auf, über Match-Kommentare zu professionellen Counter-Strike-Matches ist alles dabei. Noch ein bisschen Spaß ist ebenfalls mit dabei. Er packt öfter mal Kisten in Counter-Strike Global Offensive aus und muss dann mit der Waffe, die er gezogen hat, 15 oder mehr Kills machen. Das ist ganz spannend, ganz witzig und ganz gut für nebenbei. Aber das Allerwichtigste ist, The Warhol ist
schon seit bestimmt 10 Jahren einer der besten Counter-Strike Global Offensive YouTuber und Twitch-Streamer, die ich kenne. Und das sollte euer erster Platz sein, an dem ihr nach Neuigkeiten guckt, beziehungsweise danach, wie kann ich meinen Aim verbessern? Was wird dieses Update für mich bringen? Und so weiter. Unbedingt angucken, meiner Meinung nach der allerbeste von allen. Mr. Tweeday hat als Frag-Movie-Ersteller angefangen und bietet auf seinem Channel die besten Frags, die man sich vorstellen kann in Counter-Strike. Er selber ist ein extrem guter Counter-Strike-Spieler und er hat auch immer wieder tolle Analysen und auch Frag-Movies am Start. Es macht auf jeden Fall Spaß, Kevin Tweeday, der übrigens auch Bodybuilder ist, interessanterweise, zuzuschauen. Und der Erfolg gibt ihm recht. Er hat nicht so viele Tutorials wie andere, aber er macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sein deutscher Channel ist leider, wie ihr seht, ziemlich unbespielt. Deswegen nehme ich seinen englischen Channel hier. Trilox ist ein weiterer deutscher YouTuber, bei dem der deutsche Channel lange nicht so viel bietet wie der englische. Allerdings hat er viel mehr als Kevin Tweeday, Mr. Tweeday am Start. Aber besonders im Bereich Trick Jumps, Bunny Hops etc. Welche Spots, Wallbang Spots, welche kleinen Lücken gibt es, die ihr nutzen könnt, um den Gegner komplett zu überraschen? All das findet ihr hier. Dazu noch Mitschnitte von seinen Matches und viele, viele Unboxing-Videos, die ich persönlich ganz lustig finde, aber die nicht so wichtig sind. Die Tutorials sind auf jeden Fall extrem gut und auch der deutsche Channel lohnt sich durchaus, wenn ihr einfach mal Matches angucken wollt. Trilox Channel ist eher für fortgeschrittene Spieler gedacht. Man hat Wallbang-Spots etc., die ihr am Anfang nicht braucht, aber die euch am Ende dann doch wahrscheinlich einige Vorteile bringen werden. Und deswegen solltet ihr auch, wenn ihr anfangen wollt mit Surf, auf jeden Fall mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall auch der deutsche Channel, wie gesagt. Wu wiederum, Wu CSGO, ist sehr darauf bedacht, euch nahezubringen, welche Rolle man als welcher Part eines CSGO-Teams spielt. Dazu kommen Analysen, viele, viele Tutorials, aber das Wichtigste ist, wie spielt man am besten Support? Wie ist man ein Lurker? Wie kauft man? Wann kauft man? Und welche Möglichkeiten gibt es, so schnell wie möglich wieder zurück ins Spiel zu kommen, wenn ihr gerade verloren habt? Anarchy oder Anarchy CSGO ist darauf bedacht, euch nahezubringen, was machen eigentlich professionelle Teams in bestimmten Situationen? Wie sorgen sie dafür, dass sie wieder eine Zeit zurücknehmen können, also Retakes schaffen? Wie schaffen sie Clutches und wie schaffen sie es, eine Site zu halten? Welche Möglichkeiten zum Covern gibt es? Das alles, diese Tutorials, sehr, sehr gut und immer anhand von professionellen Spielern und nachgestellten Szenen. Immer wieder einen Blick wert. Three Clicks Philip oder wie auch immer er sich nennt, ist besonders deswegen spannend, weil er auch ein Mapmaker ist. Ganz oft analysiert er Situationen, die daraus entstehen, warum und wie eine Map organisiert und gestaltet ist. Außerdem zeigt er, wie er Maps angleicht, wie er Maps bearbeitet und hat hin und wieder auch noch ein bisschen Parodien am Start. Perfekt, um auch dann später, wenn ihr weiter seid, auch selber Karten zu erstellen. Auf jeden Fall perfekt dafür. Jetzt kommen wir eher in den Fun-Bereich. Mantruse oder Pala, wie er früher hieß, ist seit Counter-Strike Source ein nicht nur sehr guter Spieler, sondern auch einer, der alle kennt. Der kennt wirklich jeden, der spielt mit Olaf Meister von Fnatic etc. Ja, deswegen heißt die Sektion Just for Fun, weil er zwar zeigt, wie er zurück zu Global Elite kommt, aber nicht wirklich euch etwas zeigt, was Tutorials ist. Aber zuzuschauen macht immer viel Spaß. An unserem letzten YouTuber scheiden sich die Geister. Viele halten ihn für absolut nervig. Ich finde ihn für nebenbei echt ganz spaßig. Jericho spielt auch andere Spiele und spielt nicht sonderlich gut Counter-Strike Global Offensive. Aber spaßig ist das schon, wenn er derbe rumschreit und echt Spaß hat bei allem. Also einfach mal reinschauen.